Mein Name ist Christine Meyer. Ich arbeite bei Audi im Design, im Color und Trim. Und wir sind verantwortlich für die Farben und Materialien. Ich bin zuständig für die Textilentwicklung. Und der Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit. Beim e-tron GT haben wir den Stoff Cascade entwickelt. Und der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Grundsätzlich sind wir bei Audi davon überzeugt, dass sich der Luxusbegriff im Zuge der Elektromobilität verändert. Wenn man sich heute Oberklasse-Modelle anschaut, wie zum Beispiel den A8, dann ist eine Lederausstattung das Allerwichtigste. Da hat man eine Einbaurate von 100%. Beim Color & Trim Konzept für den e-tron GT haben wir aber die Materialien nochmal komplett neu gedacht und haben eine lederfreie Ausstattung entwickelt. Einerseits mit dem Stoff Cascade, der ist aus textilen Resten, aus Webkanten und PET-Flaschen und neues Polyester, neue Ressourcen, nur so viel wie technisch notwendig ist. Und was ist da rausgekommen? Ein Stoff, der eher an Wolle erinnert, an Naturfasern, der sehr angenehm ist von der Haptik und durch die Steppung, durch den 3D-Effekt hat er einen tollen Manufakturcharakter. Wenn man es jetzt sehr sportlich möchte, kann man auch die Mikrofaser wählen. Die Mikrofaser ist aus PET-Flaschen und neuem Polyester. Und bei der lederfreien Ausstattung gibt es die Teppich- und Fußmatten aus recycelten Fischernetzen und Industrieabfällen. Das heißt, was ist wichtig im Zuge der Elektromobilität, was ändert sich? Die Nachhaltigkeit steht im Fokus. Es geht darum, nicht mehr nur mit neuen Rohstoffen zu arbeiten, sondern auch vorhandene Materialien schon einzubauen und am besten das nach und nach zu erhöhen, den Recyclinganteil. Es ist so, wir haben einen Partner, der sitzt im Norden von Bayern, da ist auch ein Textilzentrum und der hat uns auf die Webkantenreste aufmerksam gemacht. Die fallen in der Weberei an, das ist ein ganz normaler Produktionsprozess und das ist eigentlich hochwertiges Garn, das testet im Automobil schon und es wäre schade, wenn man das wegwirft. Und den Gedanken fanden wir dann intern sehr gut und wie sind wir dann weiter vorgegangen? Wir haben die Webkanten in schwarz-weiß sortiert, haben daraus das Anthrazit-Melange gemacht. Wir färben jetzt nicht nochmal, sondern wir lassen einfach einen weiteren chemischen Prozess weg, was sehr umweltschonend ist. Und diese Webkantenreste sind dann zum Garnhersteller gekommen. Der ist in der Nähe, der ist regional, der ist im Umkreis von 50 Kilometern. Und der hat dann aus den Webkanten Resten aus den PET-Flaschen und dem neuen Polyester neues Garn gemacht. Und aus dem Garn wird Stoffkaskade gewebt und so kam der in den e-tron GT. Wir fanden an der Idee natürlich besonders reizvoll, dass man Reste verwendet, hochwertige Reste. Das heißt, wir haben dann viele Versuche gemacht. Wie hoch kann man diesen Webkantenanteil machen, dass es im Gewebe noch fehlerfrei ausschaut? Was haben wir geschafft? Einen Webkantenanteil von 15%. 35% PET-Flaschen, was ja auch hochwertiges Plastik ist, was man wiederverwendet, und 50% neues Polyester. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann noch, dass wir uns die Mikrofaser und die Ledersätze angeschaut haben und fanden diese Steppung, diesen 3D-Effekt sehr, sehr gut. Der bringt nochmal Hochwertigkeit rein. Und da haben wir viele Versuche gemacht mit dem Vlies, mit dem Recycling-Vlies. Und so haben wir eben beim Textil auch diesen Manufakturcharakter hinbekommen. Und das alles zusammen, die Nachhaltigkeit vom Textil, die Neuartigkeit in der Umsetzung beim Textil und der 3D-Effekt, der Manufakturcharakter, das fand man so gut, dass wir das Ganze exklusiv für Audi angefragt haben. Es gibt es nur bei uns. Und genauso mit der Wasserfallsteppung gibt es nur im e-tron GT. Wenn man jetzt viel Freude hat mit dem Stoff und man fährt den e-tron GT irgendwann nicht mehr, dass da nicht Schluss ist, sondern dass so ein Bezug auch noch ein zweites Leben bekommen kann, dass in einem weiteren Audi der nochmal eingesetzt werden kann. Als was? Da arbeiten wir gerade, da tüfteln wir rum, machen viele Versuche. Aber ich finde, wenn es dann diese Kreislaufwirtschaft annimmt, das ist die Geschichte, wo wir hin müssen. Das ist der richtige Weg.